Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade Bannerlord. Wir sind Teil der Vlandia. Übrigens war das eigentlich mein Ziel gewesen, im allerersten Durchgang damals. Und es hat damals nicht ganz geklappt, weil die Vlandia ja echt kaputt waren und wir eigentlich recht schnell unser eigenes Königreich hatten. Und die Sorge war groß. Oh, da habe ich den Highborn Warrior getötet. Der ist auch weg. Wurde der gerade vom Pferd getreten? Oh ja, nicht getroffen. Die leichte Kavallerie ist tot. Ah, Crossbow, Junge. Aua. Und da bin ich auch getroffen. Der Brü. Okay, Vlandian Bullman. Daneben. Weißt du was? Das sind die Schmecken. Der hat gerade meinen Lehnsherr umgenietet, Alter. Ich bin ja so ein Hero. Na, daneben. Aua. Alter, ernsthaft? Weißt du was? Nicht nur Fill, sondern Select und... Warte mal. Er hat das Pferd getroffen. Ich kann doch... Mittlerweile gibt es doch die Möglichkeit... Ja. Moment. Ah ja. Wenn ich... Ich kann doch... Alter, ich konnte doch eigentlich das den Pika so aufstellen, dass wenn die kommen, dass man sich da auch quasi, dass das Pferd dann in uns rennt. Na gut. Der Peakman ist weg. Komm her, Junge. Sind alle weg? Sehr gut. Oh. Zwei gegen zwei. Also eins gegen eins, meine ich. Komm her, Junge. Okay. Pika, Alter, komm. Schade, ich wollte ihn treffen. Aber gut, der hat jetzt mein Pferd getroffen. Vielleicht kann ich sein Pferd auch treffen. Schon wieder hat er mein Pferd getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Na komm her, Bubi. Okay. Triffst mich wohl nicht, ja? Da ist er weg. Sehr schön. Unser Sieg. Und wir sind... Ja, Mann. Radgar. Ein Tier höher. Endlich. Athletics hier. Slightly increase person, okay. Increase your party size. Increase your crafting stamina. Nö, das ist dann das erste. Das ist auch angenehmer. So, jetzt können wir 141 Truppen mit uns nehmen. Ich würde übrigens im Keep donate troops for the garrison. Ich würde ihm gerne die Truppen spendieren. Ich brauche sie nicht so dringend, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will Soldaten haben. Ich will frische, neue Soldaten haben. Mit denen ich dann auch durch die Gegend ziehen kann. Und am besten auch Vlandia. Dann haben wir hier nämlich einen kleinen Mix aus den Leuten. Und das wird umso interessanter. Oh, Sentinel hat uns geschenkt. Das ist eine gute Waffe. Gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja Krieg gerade. Krieg. Genau, und ich möchte gerne die Sergeants haben, also ganz rechts. Wenn es sein muss, machen wir das dann so. Und natürlich will ich genügend Vierens haben, aber wir haben im Moment sehr, sehr viele Vierens. Wobei, eigentlich haben wir gar nicht mal so viele. Also jetzt finden hier Kriege statt, wo wir uns immer einmischen können. 140. Oh, Lasif.
Oh ja, wir mischen uns ein. Help Dirtert. Dirtert direkt unserem Lehnsherr. Ja, Mann. 180 gegen 69, das wird wehtun. Leute. Footman! Wir sind stark genug. Forward! Move out! Move it! Get moving! Infantry! Dirtert, du solltest aufpassen. Auf deine Leute. Move! Archers! Move out! Get moving! Spread archers! Und guckt in die Richtung, bitte. Warriors! Move out! Dafür sind wir da. Für dieses Schlachtzimmer da. Für diese Schlacht werden wir bekannt sein. Footman, hear me! Rückt vor. Forward! Und ihr könnt euch eigentlich hier hinstellen jetzt. Die gehen in den Kampf. Footman! Der hat es echt doof, oder? Infantry! Make a shield wall! Footman! Und guckt bitte in die Richtung. Arrows, face that way. Und ihr guckt in die Richtung. Wir werden so lange warten, bis wir alle haben. Footman, hear me! Shoulder the infantry onwards! Geht vor. Alles gut, geht vor. Einer weg. Ei, den hätte ich gerne getroffen. Boy. Ah, ich habe sein Pferd getroffen. Okay. Geht vor. Alles gut, macht euch nicht verrückt. Holt sie euch alle. Ihr seid die Angreifer am heutigen Tag. Haben wir Leute verloren? Nicht einen. Ja, perfekt. Wir sind größtenteils zwar noch immer Batania, aber wir sind gute Batania. Jo, mal Prisoner now. Passt schon. Und wir haben hier wieder neue Bogenschützen. Ich wollte gerade... Oh, Batanian Highborn Warrior. Na, wir gehen jetzt in den Norden und holen uns neue Bogenschützen einfach. Ein bisschen Grain passt schon. Damit wir auch, wenn wir wieder so eine Schlacht haben, auf jeden Fall mit dem Bogenschützen glänzen können. Ah, guck mal hier. Heroes. Weil die Bogenschützen sind schon ein bisschen heavy, wenn man es mal so sieht. Die ballern die Leute ja... Oh. Recruit Troops. Ja, aber keine Bogenschützen. Ich glaube aber mit den Vlandiern zusammen, mit den vlandischen Streitkräften, kann das richtig gut enden. Nein. Danke. So. Eigentlich bräuchten wir ein bisschen mehr Truppen unten, ne? Was haben wir denn jetzt? Das ist ein Veteran Skirmisher, der besser wurde. Nehmen wir die vlandischen Truppen. Wir mixen halt ein bisschen heftiger. Ja, es sind halt schon im Vergleich wirklich viel weniger. Und ich würde schauen, ja, noch so das ein oder andere. Bogenschützchen wäre nicht schlecht. Ach, ich will hier niemandem wehtun. So. Gehen wir hier rüber noch. Jetzt haben wir uns tatsächlich so ein bisschen den Engländern angeschlossen, so als Barbaren, als Pikten. Ah, hier, 1, 2, 3, 4. Ja, Mann, Abfahrt. Ich glaube, das sollte an Bogenschützen reichen. Ich glaube, das war jetzt sehr entscheidend, dass wir die auch haben.
Wir müssen schauen, dass wir die Königreiche jetzt auch unter Kontrolle bringen. Also gerade in Sargot oder so. Wir haben da niemanden verloren, glücklicherweise. Wir werden Looter gekloppt. Hier ist wieder Benizilal. Warte mal. Gibt's Rekruten? Ja. Das ist das Entscheidende gerade. Auf geht's. Alter, ja gut, wir werden die so wegfetzen jetzt. Das ist mein Ziel. Das ist eine blöde Schlacht. Wir kommen mit den meisten Leuten. Oder? Ui, unser Pferd hat es auch erwischt gerade. Ich muss mal gucken, dass ich die... Ja, die kommen von da hinten. Also werden wir sie hier erwischen. So. Immer schön in die Richtung gucken. Infanterie kann sich da einstellen. Und dann wird's schon. Da kommen unsere Leute schon. Also wir werden uns hier hinstellen und warten, während die anderen halt ihre Leute vorschicken. Das wird dein Spaß, würde ich sagen. Ah, die Truppen platzieren sich da oben. Müssen wir wohl doch... Aber wir warten erst, bis sie sich positioniert haben. Bowman! Müssen wir uns echt hier platzieren. Move out! Footman, hear me! Get moving! Move! Los. Die beschießen eh andere gerade. Das ist eh das Beste, dass es jetzt so passiert. Warriors! Okay. Unsere Truppen gehen vor. Infantry! Und dann Archers! Kommen gleich erstmal die Pfeile rüber. Soldiers! Form a shield wall! Shield wall. Passt. Infantry! Mount! Unsere Bogenschützen schießen da gleich rüber. Wir müssen die ja weghauen. Jo. Da fliegt ja alles mögliche rüber. Und warum platzieren die sich meistens andersrum? Das verstehe ich halt nicht. Okay, Archers. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch. Los, los, los. Auseinander. Rüber da, rüber da, rüber da, rüber da. Ja, da fliegen die Pfeile. Und in die Richtung gedreht. Yo. Unsere Bogenschützen gehen ab. Holt ihr euch. Dafür sind wir da. Dass unsere Leute hier noch den Angriff machen. Der Kampf ist für die vorbei. Komplett auf unserer Seite der Kampf. Ja, 140, jawollo. Und hier noch ein paar Bethanian Heroes, die sich verbessert haben. Nahkämpfer halt gar nicht. Traurigerweise. Schon wieder, wir kennen uns doch schon, ha? Huh? Junge. Das Wichtige ist, dass unsere Truppen hochgehen. Super. Da läuft ja noch so ein Trupp von denen rum. Jastion. Ja, wollen wir uns trauen? Komm. Warte noch auf den anderen, warte noch auf den anderen. Und jetzt. Jetzt knallt's. Nochmal 100, 287 gegen Eppes. Offenes Feld. Das kriegen wir aber alles hin. Wir müssen gucken, wie wir die kriegen am besten. Die haben auch Reiter. Beste wäre hier.
Bowmans wären hier am besten. Onward! Scott Bowman! Das Problem ist halt nur, sie müssen es schaffen. Get moving! Und die Truppen da vorne. Move out! Sollten wir aber noch schaffen. Vorne ist ein Reiter. Darf ich den mir holen? Danke. Ich glaube, seinem Pferd geht's nicht mehr so gut. Jetzt ist noch eine Frage. So. Infantry! Imperial Buklari. Kommen die näher? Nö. Die haben sich da hinten positioniert und jetzt ist gut. Die lassen alles über sich ergehen, glaube ich, gerade. Wir positionieren uns erstmal. Infantry! Wir brauchen unsere Leute hier vorne. Soldiers! So. Versuchen wir mal auf ein bisschen näher ranzubringen, ha? Bowman! Onward! Warrior, move out! So, wir sind ja nicht ungeordnet. So. Archers, listen up. Die Archers werden da runterfeuern. Und ich frag mich, wo deren Anführer ist. So, Archers. Na, ich versuche mal den Anführer zu erwischen. Ach, ein Archer nur. Oh, moin. Eine Elite Marvelion. Ah, das war jetzt. So, Yastion ist tot. Holt sie euch alle. Von da hinten fliegen, glaube ich, unsere Bogen, Pfeile, naja. Wir haben gar keine Chance mehr. Oh ja, der rennt voll in unsere Leute ran. Oh ja. Komm, geh vor. Geht vor, ihr schafft das. Die sind eh schon aufgelöst quasi. Arzt, da ist noch ein Veteran weggeflogen. Ja, der da vorne. Ah. Ah, hast du mein Pferd getroffen, Alter? Da ist er weg. Weg. Gut, Rag. Sehr schön. Niemand ist verloren gegangen. Da haben die Leute werfen gelernt. Wir haben auch werfen gelernt. Reiten gelernt. 7 plus. Ich würde mal sagen, das war sehr erfolgreich. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gut geschlagen gerade. Footman. Flandian Infantry. Den hier. Gut, bei dem kann ich eh nicht mehr viel machen. Picta. Und da hier. Sehr schön. Was liegt denn noch in unserer Hand? Das hier und das hier. Ja, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also unsere Einheiten haben sich verdammt gut geschlagen. Ah, oh, Riding habe ich bekommen. Increase your capacity by animals. Und hier Infantry increase. Oh, Speed um 40. 30 meine ich. Was ist better deal for buying and selling mounts? Nomadic Traditions würde ich eigentlich machen. Mounted Infantry, also quasi alles, was. Oder? Alles, was quasi zwar zu Fuß kämpft, aber und so weiter, ne? Gönnen wir uns. Komm, passt schon. Der Tert hat es mit uns geschafft. Jetzt müssen wir ihn nicht nochmal retten. Wobei wir ihn schon ein paar Mal gerettet. Also was ist gerettet? Wir haben mit ihm gekämpft. Footman. Spearman ist der da. Okay. Sehr schön.
Vlendian Infantry, der erste. Sehr, sehr schön. Eigentlich müssten wir jetzt noch ein bisschen rumprügeln. Also mit unseren Leuten. Ja gut, da haben wir wieder jemanden weggehauen. Also bei uns läuft's gut. Wir gucken mal, dass wir vielleicht kleinere Armeen von den Gegnern bekommen. Boah. Was steht da? Our kingdom will receive... Boah, ja klar, Alter. Setz mich direkt ein, ey. Das ist halt perfekt, dann bekommen wir richtig... Also, der Tat bekommt richtig viel Geld. Das ist doch exakt das, was wir brauchen. Guten Frieden haben. Davor war das ja jetzt nicht so spannend, dass wir so viel, so viele Kriege hatten und uns irgendwie einmischen konnten, aber jetzt können wir uns endlich einmischen. Weil wir Teil dieser Gruppierung hier sind. Oh nein. Ich halte mich raus. Ich würde mich gerne raushalten. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Gut, jetzt ist Krieg. Müssen wir uns wohl auch mit abfinden. Boah, okay, gut. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.